Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein leckeres Jogurette-Dessert für euch, beziehungsweise das ist so eine Art Jogurette-Pudding, geschoppt mit einer Joghurt-Erdbeercreme. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Nicht so deftig und auch perfekt, wenn man Gäste erwartet. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. So, für den dunklen Pudding brauchen wir Milch, Sahne, Jogurette. Hier habe ich Speisestärke, Backkakao und Zucker. Milch, Sahne, Speisestärke und Zucker werden jetzt erstmal klumpenfrei gerührt und zum Kochen gebracht. Sobald der Pudding anfängt zu kochen, wird der Herd auf mittlere Stufe heruntergestellt, damit nichts anbrennt. Dann wird Backkakao hineingerührt und sobald der Kakao vollständig und klumpenfrei eingearbeitet ist, wird der Herd ausgeschaltet. Die Jogurette kommt dann rein, die habe ich mir einfach groß, so in Stücke gebrochen und rühre sie mit dem Schneebesen so lange ein, bis sie geschmolzen sind. Der Pudding ist nicht klumpig an der Stelle, sondern es sind diese Erdbeerstückchen von der Jogurette, die da so pünktchenartig aussehen. Ja, der Pudding wird dann direkt umgefüllt in eine Schüssel und mit Frischhaltefolie bedeckt, sodass keine Haut entsteht. So sollte er dann für mindestens 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank richtig auskühlen. Und muss dann auf jeden Fall mit einem Mixer so richtig glatt gemixt werden, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Ganz wichtig, wenn ihr das nicht macht, dann wird das Dessert nicht ganz so lecker schmecken. Also schon lecker, aber nicht ganz so lecker, wie wenn ihr das so macht. Für die Erdbeercreme benötigen wir griechischen Joghurt und Erdbeermarmelade. Ich habe so eine samtige ohne Stücke. Ihr könnt an der Stelle natürlich auch einfach Erdbeeren pürieren und Erdbeeren mit ein bisschen Puderzucker oder Zucker in den Joghurt geben. Ich habe das so gemacht, dass ich dann noch gefriergetrocknete Erdbeeren kleingebröselt und hineingerührt habe. Meine Erdbeeren sahen leider nicht mehr so gut aus, deswegen habe ich das so gemacht. Ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt Erdbeeren pürieren und hineingeben oder Erdbeeren einfach so ganz klein würfeln und hineingeben, wie ihr wollt. Jetzt wird geschichtet. Dafür kommt erstmal die Schoko-Jogurette-Creme in ein Glas, also in Dessertgläser habe ich das gemacht. Und darüber kommt dann die leckere Erdbeercreme. Ich habe dann noch dekoriert mit halbierten Erdbeeren und meine Jogurette-Riegel, die habe ich längst halbiert und einfach so in die Creme gesteckt. Das Dessert ist im Anschluss direkt servierbereit. Ihr könnt es aber auch schon einen Tag vorher zubereiten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und hoffentlich sehen wir uns wieder in meinem nächsten Video. Tschüss!